Jahre habe ich mir gewünscht, dass endlich mal meine Kolleginnen und Kollegen hier mal Tabula Rasa machen und mal zu notwendigen Mitteln greifen. Und das wurde hier gemacht. Gerade in der Langzeitpflege haben wir Organisierungsgrade weit unter 10%, wo Leute in der Gewerkschaft sind. Ja. Das ist ziemlich armselig. Ich kenne so viele ehemalige Kolleginnen, die sagen, den Scheiß mache ich nicht mehr. Ich arbeite mich hier ja zu Tode. Das ist so unmenschlich, was da passiert. Da krepieren die Leute, weil sie nicht die medizinische Versorgung erhalten, die auch nur ansatzweise möglich wäre. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 75. Folge sprechen wir über die Krise des Gesundheitssystems und das tun wir nicht alleine, sondern zusammen mit Roman aus Aachen. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal für den Anfang direkt mal vor. Ja, freut mich. Hallo, dankeschön. 75. Folge, das ist ja ein richtiges Jubiläum. Ja, stimmt. Echte Ehre. Ja, genau, ich bin Roman, ich komme aus Aachen, ich bin Pflegefachkraft, bin schon seit sehr vielen Jahren in der Pflege tätig, angefangen schon zur Schulzeit als Schülerbetreuung im Altenheim, habe dann als Aushilfe in Pflegeheimen gearbeitet und bin dann vor einigen Jahren dazu gekommen, auch die Ausbildung zur Fachkraft zu machen. In der Altenpflege damals noch. Damals waren die Ausbildungen noch voneinander getrennt. Und bin nach der Ausbildung in die Langzeitintensivpflege gegangen. Erst stationär, weil das zu belastend, zu krass war, bin ich dann in die ambulante Intensivpflege gewechselt. Und da arbeite ich jetzt seitdem. Hab jetzt auch den kürzlichen Streik an den Unikliniken hier in NRW begleitet, auch über Profite schaden ihre Gesundheit und ja, freue mich jetzt hier bei euch zu sein. Das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger unserer heutigen Folge, der Streik im Gesundheitswesen hier in NRW und wir sind da ein bisschen spät dran. Tatsächlich ist das einfach, ja, für uns natürlich schwierig, alleinig nur darüber zu reden, weil wir natürlich nicht in dem Bereich arbeiten. Danke euch auf jeden Fall aus der Community, die ihr uns da nochmal darauf hingewiesen habt, dass wir unbedingt was zu dem Thema mal machen müssen. Jetzt ist es schon vorbei, als wir es dann geplant hatten mit dem Streik, aber man kann natürlich auch respektiv noch über die ganze Geschichte reden und das wird dann, denke ich, trotzdem sehr spannend heute. Ja, es wird ja auch wahrscheinlich weiterhin ein wichtiges Thema bleiben und es ist natürlich auch schön, dass wir heute dann auch an unsere Folge eben zu Schwangerschaft und Geburt und Kapitalismus anknüpfen können, wo wir auch schon angeschnitten haben, dass es eben auch gerade dort in der Pflege im Thema rund um Geburt ziemlich gravierende Mängel gibt. Und ja, heute können wir uns dann ganz und gar diesem Thema widmen. Und wir haben ein paar Punkte vorbereitet, die wir heute grob besprechen wollen. Und zwar setzen wir einmal den Schwerpunkt eben auf den Streik und dass wir es so ein bisschen respektiv betrachten. Dann werden wir uns drei Punkten im Gesundheitssystem widmen, woran wir die Krise dann vor allen Dingen festmachen, also an dem Fachkräftemangel oder Kräftemangel, nicht nur Fachkräfte, Unterbezahlung und auch der Kirche und ihr Einfluss auf das Gesundheitssystem. Ja, und ich würde einfach sagen, starten wir dann nochmal durch mit unserem ersten Punkt heute, mit dem Streik in NRW. Da kann man ja vielleicht einmal so einen kurzen Überblick geben, was das Ergebnis von diesem doch sehr langen Streik und das auch, was dann von diesem Ergebnis auch zu halten ist. Ja, sehr langer Streik, alle Male, 11 Wochen waren es jetzt, glaube ich. Und dann auch nochmal 100 Tage vorweggenommen, wo das Ganze angekündigt war. So einen Streik muss man ja auch entsprechend ankündigen, um ja auch eine Versorgung zu gewährleisten. Die war auch während dem Streik immer gewährleistet. Worum ging es sich überhaupt in dem Streik, muss man ja auch erstmal kurz sagen, weil es war ja nicht nur ein reiner Streik um höhere Löhne, sondern tatsächlich wurden die Löhne überhaupt gar nicht angeschnitten in den Tarifverhandlungen, sondern es ging sich eben um einen Entlastungstarifvertrag. Das heißt, die Mehrarbeit, die geleistet wird, wenn in Unterbesetzung auf einer Station gearbeitet wird, die soll entsprechend aufgefangen werden, zum Beispiel über freie Tage. Gleichzeitig hat nicht nur das Pflegepersonal gestreikt, das ging oftmals ein bisschen unter in der ganzen Sache, sondern die meisten Bereiche, in denen im Krankenhaus gearbeitet wurde, von der Logistik bis zum Labor hin zu der Kinderbetreuung, sogar der hauseigenen Kinderbetreuung der Unikliniken. Hier wurde auf breitem Feld die Belegschaft organisiert im Vorfeld des Streiks.
über klassisches Organizing, dass letztendlich der Streik so lange dauert. Das hätte, also auch wenn man mal mit den Streikenden redet, das hätte niemand gedacht. Jetzt haben wir letztendlich das Ergebnis und für das, wofür gekämpft wurde, muss man ehrlicherweise sagen, ist das als Erfolg zu verbuchen. Definitiv. Mit natürlich auch ein paar Abstrichen und Kompromissen, die da gemacht worden sind, aber es wurde tatsächlich erkämpft, dass diese Entlastungstage, diese freien Tage ermöglicht werden, insbesondere dem Pflegepersonal. Die anderen Berufsgruppen sind leider ein bisschen mau ausgegangen, gerade so im IT-Bereich und so weiter. Da wurden einfach kategorisch gesagt, yo, hier habt ihr ein paar mehr Stellen, aber das ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was da jetzt versprochen wird. Das ist ein bisschen schade letztendlich, aber nichtsdestotrotz ist es ein großer Erfolg. Erstens, dass überhaupt gestreikt wird in diesem Bereich. Ja. Also so viele Jahre habe ich mir gewünscht, dass endlich mal meine Kolleginnen und Kollegen hier mal Tabula Rasa machen und mal zu notwendigen Mitteln greifen. Und das wurde hier gemacht. Allein das finde ich schon großartig, auch in der Dimension, dass man das in 6 Unikliniken gleichzeitig macht, was das für ein Aufwand auch war hinsichtlich der Tarifverhandlungen, wo ja auch die Kolleginnen aus den jeweiligen Unikliniken mitverhandelt haben. Das war ja eine logistische Herausforderung, eine kommunikative. Das war schon mal sehr respektabel und ich glaube, was da auch an Politisierung stattgefunden hat innerhalb der Belegschaft, ist Wahnsinn. Und das muss man mitdenken, ja, wenn man diesen Streik betrachtet. Das ist nicht nur das Ergebnis auf dem Blatt, sondern was da sonst noch mit passiert. Diese Kampferfahrungen, diese kollektiven Erfahrungen, die da gesammelt wurden. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber letztendlich muss man sagen, und das sieht man an dem Verhandlungsergebnis auch, die strukturelle Ebene, ja, also die diese Personalnot, die diese Krise verursacht und struktureller Ebene auch auf einer kleineren Ebene auch nur gedacht, nämlich zum Beispiel in Bezug auf die Fallpauschalen, ja, die wurden hier nicht so wirklich angegangen. Die wurden immer mitgedacht, die wurden auch thematisiert, aber es war immer noch ein Streik, der eher sich um diese Tarifauseinandersetzung ging und weniger ein politischer Streik. Es war mehr ein politischer Streik, als wir sonst von Verdi gewohnt waren, das finde ich auch gut. Das Problem ist einfach, dass die Arbeitsbereiche im Krankenhaus, die nach wie vor diesen Fallpauschalen unterliegen, die sind von diesem Entlastungstarifvertrag weniger gut berücksichtigt worden als die Bereiche, die jetzt ausgegliedert wurden. Da findet so eine gewisse Spaltung auch statt und das ist ein bisschen, ja, schade. Man hätte eigentlich diese Fallpauschalen als Ganzes direkt mit angehen müssen, um diese inneren Problematiken, diese Spaltungsproblematiken anzugehen. Aber ja. Ja, es ist schon mal ein Anfang, was jetzt passiert ist. Und ich glaube, hier wurde auch erstmal einfach auch ein Stein ins Rollen gebracht. Ja, wir werden ja noch weitere Kämpfe in diesem Bereich hoffentlich erfahren. Ja, das klingt auch. Ich mache mir ein Bier auf. Ja, es klingt auch wirklich so, als wird da jetzt erstmal eben ein Fundament geschaffen und darauf kann man dann ja auch weiter aufbauen. Wie hast du das denn wahrgenommen? Wie genau hat sich denn jetzt auch Organisierungsgrad da verändert? War es jetzt so, dass eben der Streik massenhaft Leute in die Reihen von Verdi gespült hat? Oder gab es da auch andere Organisierungsansätze? Was genau sind da jetzt eigentlich die konkreten Folgen? Man muss bedenken, dass dieser ganze Gesundheitswesensbereich organisatorisch total prekär unterwegs ist. Wir haben gerade in der Langzeitpflege haben wir Organisierungsgrade weit unter 10%, wo Leute in der Gewerkschaft sind. Ja, das ist ziemlich armselig. Da muss man auch echt solchen Gewerkschaften wie Verdi einige Vorwürfe machen, wie man all die Jahre sowas hat schleifen lassen. Auch in sonstiger Art und Weise ist da auch wenig passiert an Organisierungsversuchen, auch aus einer linken und radikalen Linken heraus. Das ist sehr bedauerlich. Entsprechend bedurfte es erstmal einem massiven Organizing, ne, in den Betrieben, um überhaupt Leute in Verdi reinzukriegen. Das ist dann ja auch je nach Standort sehr unterschiedlich gut passiert. Nehmen wir Aachen mit seinem Universitätsklinikum, das in NRW die meisten Angestellten hat, wo die Streikbeteiligung sehr gering war. Und andere Städte, Essen zum Beispiel, wo die Beteiligung sehr viel größer war. Ja, das kann man natürlich auch irgendwie historisch-demografisch auch festmachen. Ne? Im Ruhrpott gibt es vielleicht ein größeres Klassenbewusstsein, ja, oder aus der Historie, die Kumpels
weiß nicht, ist jetzt eine These von mir, ne, dass das so sein könnte, aber es war schon auffallend, wie unterschiedlich da die Organisierungsgrade waren, hat auch damit zu tun, wie sehr die Klinikleitungen interveniert haben und da Steine in den Weg gelegt haben, Union Busting betrieben haben, in Aachen zum Beispiel, wo ist das sehr stark passiert. Hat man zum Beispiel den Azubis gesagt, eure Streiktage werden euch als Fehlzeiten angerechnet und dann werdet ihr nicht zur Prüfung zugelassen, sowas. Ne? Letztendlich hat das schon viele Leute in die Reihen von Verdi gespült, keine Frage. Was ansonsten darüber hinaus an Organisierung stattgefunden hat, auch sehr unterschiedlich, je nach Stadt, wenn wir jetzt Profite, Schaden ihrer Gesundheit angucken, die so ein Zusammenschluss linksradikaler Gruppen und Personen, die das Ganze politisch begleitet haben, dann gab es zum Beispiel in Köln eine super krasse Beteiligung am Streikposten, die sind da regelmäßig hin, waren da dauerpräsent, ne, haben da Workshops gemacht, haben mit den Leuten geredet, haben da Pizza mit den Leuten gebacken. Gab es einen riesengroßen Austausch. Ja, Münster ist dann auch immer mehr dazu gekommen, zum Beispiel. Und in anderen Städten wie Bonn gab es das zum Beispiel gar nicht. Ne? Und insofern gab es dann auch zum Beispiel in anderen Städten, wo Einzelpersonen sich dann schon an linken Strukturen dann angegliedert haben oder ne, offenes Interesse bekundet haben. Das ist natürlich wünschenswert, aber es hat halt auch stark davon abhängig, in welcher Stadt da wie das Ganze abgelaufen ist, mit krassen Unterschieden. Ja, ich fand's ja auch krass, was für Geldmittel Verdi da reingepumpt hat in diese ganze Organizing-Kampagne. Ich habe die Zahl schon wieder vergessen, vielleicht hast du die noch im Kopf, aber es war so eine richtig exorbitante Zahl. Also das war ja auch von, sag ich mal, auch so länger geplant, diese ganze Geschichte. Das ist ja selber aufgemacht, allein schon mit den 100 Tagen Ankündigung. Auch der ganze Prozess davor war ja länger fristig und da schon einiges an Kapazitäten reingeflossen. Spannend wäre jetzt vielleicht nochmal die Frage, auf so diesen Demokratisierungsprozess im Kontext der Verhandlungen dann einzugehen. Ja, das fand ich schon, also jetzt von außen betrachtet, ich hätte dann, wo dann dieses Ergebnis kam, wo dann die Meldung kam, ja hier, wir haben ein Angebot bekommen, da wurde dann hier dieses Treffen ausgerufen, wo das dann besprochen wurde und an dem Treffen haben dann, glaube ich, eben die beiden Verhandlungsführer von Verdi teilgenommen und dann aus jeder der Unikliniken eine vertretene Person oder so. Da habe ich mich dann natürlich auch direkt gefragt, okay, wird jetzt die gesamte Belegschaft, die in dem Streik teilgenommen hat, gefragt, nehmen wir dieses Ergebnis an oder haben jetzt einfach diese 8 Leute entschieden, das anzunehmen? Naja, es lief ja jetzt nicht so, als dass am Ende der Verdi-Funktionär gesagt hat, hier ist jetzt der Tarifvertrag, sagt er jetzt ja oder nein dazu. So findet das ja tatsächlich meistens statt. Ne? Mhm. Also das ist ja eher in der Struktur von Verdi drin, dieses Denken. Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, dass hier Verdi hinterstecken. Verdi ist nun mal dieser, ja, im besten Fall sozialdemokratische Burgfriedenakteur, der ist. Mit seinen Funktionären, mit seinen festgefahrenen Strukturen, übrigens mit seinen sehr gut bezahlten Funktionären. Wirklich krass, was die verdienen teilweise. Und dieser Akteur hat sich jetzt in diesem Verhandlungsprozess sehr krass umstrukturieren müssen. Und das ist auch ganz sicher auch vielen Verdi-Funktionären, ja, relativ übel aufgestoßen oder sie waren jedenfalls nicht ganz so begeistert davon, weil dieser Tarifvertrag, der hier ausgehandelt wird, da setzten sich ein paar Verdi-Futzel mit den Chefs in den Raum hinter verschlossene Türen, machen ein paar Verhandlungsrunden, am Ende kommt, was weiß ich, 5% Gehaltserhöhung und einen Urlaubstag mehr dabei raus. Mhm. Das ist also auch das Einzige, was diese Verhandlungsführer von Verdi können, sondern hier ging es sich ja um sehr komplexe Dinge, die ausgehandelt wurden, wo wirklich die Fachexpertise der Kolleginnen und Kollegen von der Station gefragt war. Ja, also was für einen Personalschlüssel brauchen wir hier eigentlich, um eine annähernd menschenwürdige Pflege durchzuführen? Menschenwürdige Pflege in diesem System ist, glaube ich, ohnehin nahezu undenkbar, aber sich doch dem wenigstens anzunähern. Und das wissen eben nur die Kolleginnen selbst. Und entsprechend wurde eine Struktur geschaffen, die die Kolleginnen mit eingliedert. In einem System von einem Delegiertenrat, der wurde am Streikposten gewählt, ja, der quasi so als Zwischenmedium funktioniert, zwischen der Basis und denen, die da in den Verhandlungen sitzen, die auch nochmal gewählt werden als VerhandlungsführerInnen, ja, Leute, die sich das vorstellen können und so, die haben das dann gemacht.
da gab es auch entsprechend einen relativ basisdemokratischen Prozess dahin. Mhm. Eigentlich sehr begrüßenswert, muss man ja auch sagen. Gab natürlich auch die Probleme, dass da Leute sind, die streiken zum ersten Mal in ihrem Leben. Die allermeisten. Die haben keine Ahnung davon, wie führe ich solche Tarifverhandlungen. Ja? Und die Verdi-Leute haben ja auch jetzt nicht so die große Ahnung, weil die ja ganz andere Sachen normalerweise verhandeln. Ja? Das heißt, da musste sehr viel Lernarbeit stattfinden, ja, und einfach viel Improvisation. Entsprechend hat da nicht alles immer gut funktioniert. Ja, zum Beispiel viele in diesem Delegiertenrat, die wussten ja nicht, was die da jetzt groß machen sollen, was ihre Aufgabe ist und wie man dieses Medium überhaupt nutzen kann. Da musste halt erstmal ausprobiert werden. Und das ist, ich glaube, würde man die Leute jetzt nach dem Streik fragen, so, wenn wir jetzt nochmal streiken würden, was würdet ihr anders machen? Ja, dann würde da eine viel geeignetere Struktur bei entstehen, ja. Auch was so auf Rückkopplungsebene passiert, ja, das ist aber auch diesem Gesamtsystem der Tarifverhandlungen in Deutschland verschuldet, wie die geführt werden. Zum Beispiel, was kann zurückgetragen werden an Informationen, was ist schon klar, was nicht, mache ich Leuten falsche Hoffnungen oder so. Da waren echt viele Kolleginnen auch überfordert mit, ne? Das kann man ja auch verstehen. Aber ich hoffe, dass da auch innerhalb von Verdi so ein Lerneffekt stattfindet und dass sich da was tut. Die Grundausrichtung sieht gut aus, ja. Ihr lacht zu Recht wahrscheinlich auch. Das ist ja echt eine festgefahrene Struktur, diese Gewerkschaft. Aber so muss man auch Gewerkschaft verstehen innerhalb diesem System. Ja, das ist ja, die kann nur so eine ambivalente Rolle einnehmen als, ja, in dem Fall versöhnendere Struktur mit den Kapitalfraktionen und so weiter. Denn wenn sie es nicht wäre, hätte sie ein ganz anderes Standing oder auch wahrscheinlich auch ein viel schlechteres Standing innerhalb dieser Gesellschaft. Aktuell, wenn ich mir Deutschland zumindest angucke. Ja, das ist, so eine Gewerkschaft agiert halt immer noch in solchen kapitalistischen Widersprüchen und Verdi ist ja nicht umsonst das, was es am Ende leider ist, ne? Gebt mir gerne Widerwort. Nee, also ich würde da ja auch wirklich absolut zustimmen, nur die Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit da gestellt habe, die sicherlich auch viele bei uns fragen, ist dann wirklich, was bedeutet das dann für eben diesen Prozess innerhalb von Verdi? Weil so wie du das beschrieben hast, wäre es ja wirklich wünschenswert, wenn dieser Demokratisierungsprozess selbst in so einer Gewerkschaft wie Verdi eben Fuß fassen wird und es uns eben in den Streiks in eine bessere Ausgangslage gegenüber einer Gewerkschaft wie Verdi bringen wird. Ja. Dass es eben heißt, diese Struktur rückt wirklich mal ein wenig zumindest ins hintere Licht und ist primär erstmal unterstützend mit dabei oder als ein Akteur. Aber so wie du das beschrieben hast, kann es natürlich auch gut sein, dass eben dieser Lernprozess bei Verdi einfach bedeutet, wir stellen jetzt ein paar Leute, die bei so einem Streik beteiligt waren, dann eben in irgendwelche beratenden ExpertInnen-Funktionen oder so ein. Und gut, die sind jetzt eben die Leute, die dann da mal genauer draufschauen, wenn es eben um Streiks im Gesundheitssektor geht. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage, weil das finde ich vielleicht auch neben eben dieser Funktion, die so eine Gewerkschaft in einem Staat erfüllt, hat sie ja auch irgendwo noch eine eigene Logik und das ist ja auch immer einfach Mitgliederzahlen nach oben treiben, mhm, weil dadurch eben Finanzmittel reinkommen und im besten Fall das dann auch noch mit Erfolgen, die verbucht werden in Tarifverhandlungen, dass die Leute eben sagen, das rentiert sich jetzt. Das finde ich ist auch was, was man bei Gewerkschaften in Deutschland eben nicht vergessen sollte oder Gewerkschaften allgemein, die nicht revolutionär sind, dass sie eben auch einfach so einen inhärenten Selbstzweck haben. Absolut. Bin ich voll bei dir. Das Traurige halt in Sachen Verdi ist, und ich könnte wetten mit dir, dass es tatsächlich so weit kommen wird, dass da Leute dann in da irgendwelche Funktionen reinkommen und so und dann wieder in diesem Apparat aufgesogen werden und sich nichts groß ändern wird. Wobei vielleicht bei den Streikverhandlungen, wenn es weiter solche Tarifverträge geben soll, vielleicht sich tatsächlich was bei den Verhandlungen selbst vielleicht an Demokratisierung tun könnte. Aber letztendlich ist das Problem bei Verdi, dass wir eigentlich gegen diese Gewerkschaften agieren müssten, weil sie einen so unfassbaren Versöhnungseffekt zwischen Kapital und Proletariat schafft. Das ist ja wirklich armselig mit anzugucken, was da jedes Mal immer passiert. Gleichzeitig sind wir aber so sehr auf eine Struktur wie Verdi, die übrigens die einzige gesellschaftlich relevante und gleichzeitig rein proletarische Massenorganisation ist, die es gibt. Klar. Ja. Das müssen wir leider anerkennen, weil unsere Strukturen im linksradikalen, kommunistischen bis anarchistischen Spektrum sind definitiv nicht
groß genug und relevant genug, erstens um Massenorganisation zu sein, zweitens gesellschaftlich relevant zu sein. Ne? Also sind wir auch gleichzeitig auf diese Strukturen angewiesen, weil ohne Verdi hätte es diesen Streik halt auch einfach nicht gegeben. Und er ist so wichtig und notwendig gewesen. Das spielt halt rein, das ist so ein ambivalentes Ding, das kriegen wir ja nicht wohl kaum aufgehoben, außer über Revolution. Ja, umso wichtiger wäre es natürlich, dass dann auch linksradikale, revolutionäre Kräfte im Kontext von solchen Streikbewegungen auch entsprechend daran teilnehmen und diese ganzen Prozesse unterstützen und aber auch vielleicht dann mit einer gewissen kritischen Unterstützung auch dahinter stehen, auch probieren, das Ganze dann in diesen konkreten Kampfmomenten zumindest einzelne ArbeiterInnen dann auch dort zu radikalisieren oder zu erreichen und nochmal weitergehend auch anzusprechen und dann, wenn das natürlich auch so ein Apparat wie Verdi nicht macht, das auch nochmal vielleicht weiterziehen politisch von der Vermittlung her. Wie war denn da, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, das Thema, dass es da in manchen Städten eine gute Beteiligung gab, aber wie würdest du das denn so insgesamt betrachten, wie so die Beteiligung dann von so revolutionären linksradikalen Strukturen war und vielleicht auch, was kann man da besser machen für die Zukunft, für eine kommende ähnliche Situation? Dieses ganze Profiteschaden ihrer Gesundheitsding, darauf müssen wir jetzt einfach zu sprechen kommen, war ja eigentlich die einzig relevante Form, die es da jetzt gab, um aus radikal linker Seite das ganze Ding zu unterstützen, war erstmal nur über Köln ins Leben gerufen worden und man merkte so, oh, irgendwie müssen die anderen Städte, holen wir vielleicht auch noch mit ins Boot, da wurde dann erstmal so nachgefragt, irgendwie hat sich das dann einfach ergeben, also Essen zum Beispiel war auch leider gar nicht mit dabei, aber wir haben es relativ schnell geschafft, eine Struktur zu schaffen, die vor allem medial da war und präsent war, dann auch vor Ort in jeweiligen Städten, in anderen dann aber auch nicht, oder zum Beispiel auf der Großdemo, wo wir einen eigenen Blog organisiert haben, wo wir auch sehr präsent waren, das war auch sehr cool. Letztendlich war vor allem dieser mediale Aspekt super relevant, weil die Struktur von Notruf NRW, ich glaube, das fällt gerade zum ersten Mal, das Wort Notruf NRW, hieß die ganze Kampagne um diese Auseinandersetzung, weil die haben es zu Beginn überhaupt nicht geschafft, eine mediale Präsenz aufzubauen. Es liegt natürlich auch daran, dass da 6 verschiedene Städte mit einzelnen Streikposten, da sind Leute, die haben das noch nie gemacht. Sowas muss man erstmal koordinieren, kommunizieren, da muss es erstmal Lerneffekte geben, bis man das hinkriegt. Da hätte man auch eigentlich von Verdi erwarten können, dass sie da mal 2 Hansels da sich einstellen, die da Ahnung von der Materie haben, dann vernünftige Medienarbeit machen. Das ist ja traurig für so eine große Gewerkschaft, dass die es nicht hinkriegen. Wenn ja nur Pressesprecher und sowas. Ja, die haben das gar nicht hinbekommen. Wir standen da echt und dachten, Leute, das muss nach außen getragen werden. Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr hier noch nicht mal hier einen funktionierenden Twitter-Account habt oder sonst was, ne? Oder dass hier mal ab und an was hier Fotos von Streikposten kommen, nix, ne? Das war sehr schade und da haben wir quasi mit Profitschaden ihre Gesundheit voll reingeschlagen. Wenn man auch im Nachhinein die damals streikenden Leute mal fragt, diese eine hat zum Beispiel gesagt, jo, ihr wart so die Zeitung dieser Bewegung, ja, hier wurde von den Streikposten berichtet, ja, da sind, wenn es da mal eine Spontandemo gab, ja, dann kam da mal ein Video, wie die Leute da demonstrieren, durch die Stadt zogen oder was weiß ich, einfach Raum dafür schaffen. Aber wir haben nicht nur gezeigt, dass es diese Bewegung gibt, ja, oder haben gesagt, ey, guckt mal, hier streiken Leute, hallo, warum berichtet hier niemand drüber, sondern es wurde auch eben versucht, das zu politisieren. Die Krise des Gesundheitswesens, des Krankenhauswesens, ja, durch die es ja auch letztendlich zu so einem Streik kommt, zu benennen und kategorisch einzuordnen innerhalb dieser kapitalistischen Verwerfungen. Da haben dann auch Leute vom Streikposten da so Posts geteilt, wo man sich denkt, wow, krass, hätte ich von dir nie erwartet, dass du solche radikalen Sachen auch mal teilst. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir es gemacht haben, weil eben auch gleichzeitig die Politisierung dieses Streiks so unfassbar wichtig ist. Es darf ja nicht, weil dieses ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ein politisch verursachtes Problem auf allen Ebenen. Da muss man eben Sachen wie Fallpauschalen zur Diskussion stellen. Da muss man den patriarchalen Charakter der Ausbeutung der Care-Arbeit und der Reproduktionsarbeit benennen. Ja? Da führt kein Weg dran vorbei, wie ich finde. Und das ist, glaube ich, da gelungen. Und das war im Nachhinein sehr erfreulich, dass das so passiert ist.
theoretisch haben ja dann auch nochmal die Münsteraner Genossinnen von Eklat noch eine großartige Broschüre rausgehauen, Communize Care, die haben die während diesem Streik aus dem Boden gestampft und da wurde auch nochmal theoretisch einiges sehr schön eingeordnet. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr die Broschüre ja sogar verlinken. Ich kann die jedem empfehlen. Die können wir unter dem Beitrag machen, klar. Nice. Hat mich nämlich sehr viel Freude dran gehabt. Da hat Profite Schaden ihrer Gesundheit was Gutes gezeigt. Du hast ja auch gerade gefragt, okay, was könnte man besser machen? Mhm. Ne? Finde ich vor allem die Anknüpfungsfähigkeit linksradikaler Strukturen. Mhm. Man hat diese Kampagne, sag ich jetzt mal, ich weiß auch nicht, als was man das genau, wissen wir glaube ich alle nicht, was das genau war, aber ist ja auch egal, Hauptsache es läuft, ne? Hauptsache es funktioniert ja auch. Aber die Anknüpfungsfähigkeit für Leute, die sagen, okay, cool, ihr habt recht, so, ich finde den Gedankengang hier der antikapitalistischen Perspektive spannend. Wie kann ich da weiterzuarbeiten? Ja. Und da ist echt eine radikale Linke ja generell einfach so schäbig unterwegs, so Leute dann auch mal zu sagen, yo, klar, hier, wir haben eine Struktur, die ist wie perfekt für dich geschaffen, let's go, wir machen das in Zukunft zusammen. Und das ist, ein paar Städte haben das mehr als andere, ne, also ich kann jetzt für Aachen reden, da sind wir schlechter bestückt als vielleicht eine Stadt wie Köln, die halt viel mehr Gruppen hat und wo es ja auch Streikbündnisse gibt und so, wo man rein kann. Klar, das variiert von Stadt zu Stadt, aber letztendlich würde ich das als Hauptmanko betrachten. Wahrscheinlich auch als einer der größten nachhaltigen Probleme, weil natürlich das, was mir jetzt und vielen von euch sicherlich auch direkt in den Kopf kommt, dass dann eben die Freie ArbeiterInnen-Union dann halt sagt, okay, die Leute sind eben unzufrieden, wenn Verdi nur diesen Teil betrachtet von dem Ganzen und die Leute eben Lust auf revolutionäre Politik haben und gleichzeitig auch noch gezwungen sind, einfach durch ihren Beruf gewerkschaftlich zu arbeiten, dann ist das ja naheliegend. Mhm. Aber wenn es das nicht gibt und es dann eben, ja, wie du schon gesagt hast, nur eben eine linksradikale Kampagne und dann noch einzelne Gruppen vor Ort, die das irgendwie mittragen, dann ist das natürlich sehr schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass viel von eben Politisierung dann einfach im Stillen bleibt oder vielleicht auch sogar versandet, weil die Leute dann einfach, wenn sie sich irgendwo organisieren, dann bei Verdi organisieren und ja, dann irgendwo da in System oder eben als einfach nur Mitgliedsnummer versickern und aber das war's dann. Das ist dann das, und das ist eigentlich sehr schade, bei was für ein Potenzial man dann aufbaut. Und man sieht's ja auch in anderen Ländern. Ich meine, Großbritannien, Frankreich, Spanien sind da ja immer tolle Beispiele, wenn es eben große Streiks gibt, was für riesige Wellen dann auch einfach von Leuten eben in revolutionäre Organisationen reinkommen. Und da ist es natürlich sehr schade, wenn dann auch mal hier in Deutschland etwas in dem Maßstab passiert, dass da dann eben ja, ist denn daran mangelt, wenn schon so vieles andere so gut funktioniert? Ja, aber ganz ehrlich, ich feiere den Syndikalismus und die FAU auf jeden Fall, gar keine Frage. Super wichtig auch, dass es die gibt. Und ich find's auch gut, dass die gerade in so Spartenbereichen, wo etablierte Gewerkschaften gar nichts zustande kriegen, gerade viel reinarbeiten. Das gefällt mir sehr, aber wenn wir jetzt mal so ein Gesundheitswesen angucken, die Massen an Menschen, die da drin arbeiten, ja, seien wir mal ehrlich, kann das eine FAU da wirklich die Struktur, also jetzt hier nach in Deutschland zu diesem jetzigen Zeitpunkt, kann eine FAU die von ihrer Organisation, ihrer Struktur und vor allem von ihrer Kapazitäten da Anknüpfungspunkte wirklich geben, um auch diese notwendige Massenorganisierung in den Krankenhäusern weiter zu forcieren? Ja, ich glaube halt, dass das eben natürlich von Stadt zu Stadt, von Syndikat zu Syndikat ankommt. Die sind natürlich auch sehr unterschiedlich aufgestellt, die verschiedenen Syndikate. Aber ich denke, keine FAU, keine linksradikale Struktur, die es überhaupt in Deutschland gibt, könnte damit leben, wenn jetzt plötzlich einfach mal so 1000 Leute aus dem Krankenhaus, lokalen Krankenhaus da reinjoinen. Das ist halt, es gibt keine Struktur, die das wirklich richtig gut tragen könnte. Und dann ist wahrscheinlich die FAU sogar in manchen Städten noch am allerehesten dazu in der Lage, sowas zumindest einigermaßen hinzukriegen. Ja, ich glaube, wir müssen einfach uns auch eingestehen, und das tun viele in der radikalen Linken einfach nicht, wie wenig Relevanz wir haben, wie klein unsere Gruppen und Strukturen sind, wie wenig Menschen darin organisiert sind. Da ist einfach noch so viel Aufbauarbeit notwendig. Auch
quantitativ, qualitativ eh immer, aber ja auch quantitativ, und das muss man sich eingestehen. Dann auch mal sagen, wie am Beispiel von FAU, okay, wir sind gerade gut darin, hier diese Bereiche, in die Bereiche reinzugehen, wo die etablierten Gewerkschaften versagen. Und da sind wir gerade gut drin und das machen wir und das bauen wir aus und das läuft. Das ist, glaube ich, relevant, aber jetzt im Kontext der Krankenhausgeschichte und das ganze Gesundheitswesen, da sind wir leider, wie gesagt, auf so Strukturen wie Verdi einfach angewiesen und haben auch nicht die Kapazitäten, das müssen wir uns auch eingestehen, die Leute wirklich abzuholen und irgendwie in eigene Strukturen anzugliedern. Ja, und du hast ja auch gerade schon eine Sache angesprochen, die linksradikale Gruppen dann eben ganz gut machen konnten in der ganzen Geschichte des Streiks, und das ist nämlich über hinausweisen, über einfach nur den rein ganz konkreten gewerkschaftlichen Kampf, die Verhandlung und eine größere Perspektive für die Streikenden aufzumachen. Warum ist das denn eigentlich so, dass gerade die Pflege, ihr Berufsfeld, so beschissen in Deutschland organisiert ist, so beschissen finanziert ist und auch so beschissen für die ganzen Leute, die darauf angewiesen sind, funktioniert? Deswegen wollten wir jetzt auch nochmal so über die drei Hauptpunkte sprechen, die uns da eben so in den Sinn kamen, nämlich der Kräftemangel, die Unterbezahlung und die Kirche. Und da würde ich doch sagen, starten wir doch erstmal mit dem, was du ja auch schon angeschnitten hast, als einen Teil der Forderung eben, was auch geändert werden muss, nämlich der Kräftemangel. Der Fachkräftemangel oder ja, Personalmangel generell im Gesundheitswesen ist ja erstmal ein Symptom. Die Krisenhaftigkeit des Gesundheitswesens ist ja letzten Endes eine Krisenhaftigkeit des Kapitalismus selbst, wo, sag ich mal, Produktion und Reproduktion in voneinander abhängigen Sphären eingeteilt werden. Also Reproduktion ist eigentlich nur dafür da, die Produktion und die wahre Arbeitskraft irgendwie am Laufen zu halten. Und die reproduktive Ebene schafft erstmal aus sich heraus keinen Wert, keinen wahren Wert. Klar, das ändert sich natürlich mittlerweile über die Neoliberalisierung und so weiter, aber erstmal ist der Wert, der geschaffen wird, der Wert Arbeitskraft. Gesunde Arbeitskräfte, die arbeiten gehen können. Was da auch gesund ist, kann man auch nochmal drüber reden, aber... Ich würde sagen, gesund ist, dass sie funktionieren. Ja, sehr schön, genau. Also funktionierende ArbeiterInnen herzustellen. Das Problem, das hat sich halt während der Corona-Pandemie ja so krass verdeutlicht, wie diese reproduktive Ebene hier in so eine Krisenhaftigkeit gerät. Man versucht halt, das Maximale irgendwie in den privaten Bereich auszulagern, ja, und Krankenhäuser, gut, die muss es halt geben, aber auch da muss man halt gucken, wie sparen wir. Und da ist die Neoliberalisierung in den 80er Jahren ja so unfassbar krass zu benennen, wie da Krankenhäuser privatisiert worden, später dann mit den Fallpauschalen, da können wir aber auch durch die Bank weg, durch alle Parteien gehen, die da Mist gebaut haben. Und die Privatisierung des ganzen Wesens, ja, und dadurch die Drückerei in den Personalzahlen, die damit einhergehen. Also seit Beginn der Fallpauschalen sind die Pflegepersonalzahlen um 26% circa gesunken. Das ist alles so eine Krisenhaftigkeit in diesem System, die darin versteckt ist, Reproduktionsarbeit auf einen minimalen Kostenfaktor zu beschränken, der übrigens, by the way, immer weiblich konnotiert ist, im größten Teil von Frauen erledigt wird, sowohl in den Institutionen wie Krankenhaus, wie den Pflegeheimen, ja, also den doch eher öffentlich sichtbaren Sphären der Reproduktion, als auch zu Hause, wo die meiste Care-Arbeit ja im Grunde geleistet wird und auch da nach wie vor ein Großteil der Pflege stattfindet. Sei es jetzt durch Angehörige, die durch die Pflege ihres Opas jetzt einen minimalen Rentenanspruch haben werden, weil sie sonst kaum in die Lohnarbeit sich selbst verwerten können. Oder sei es die migrantische Pflegekraft aus Bulgarien, Rumänien oder Polen, die hier für einen Hungerlohn ausgebeutet werden in so 24-Stunden-Geschichten, 3 Monate lang, und dann wieder in ihr Heimatland zurück müssen. Hier finden so viele Sphären der Ausbeutung statt, wo Runterlohn gedammt wird, auch am Ende, das Symptom am Ende eben dieser Fachkräftemangel ist. Der Fachkräftemangel ist auch nochmal so eine Sache. Er ist qualitativ und quantitativ vorhanden. Quantitativ vor allem, weil viele Pflegekräfte auch einfach diesem Berufsfeld den Rücken kehren. Ich kenne so viele ehemalige Kolleginnen, die sagen, den Scheiß mache ich nicht mehr. Ich arbeite mich hier zu Tode.
Das ist eben, oder die ganzen Azubis, die ihre Ausbildung abbrechen oder maximal noch 2-3 Jahre in dem Beruf verbleiben und dann auch abhauen, weil einfach die Arbeitsbelastung zu immens ist. Wird ja auch immer schlimmer, ne? Ja, sie wird nicht besser. Das ist mit jeder Person, die rausgeht, wird sie auch wieder dramatisierter. Das ist so eine Teufelsspirale. Ja, genau. Die dreht sich immer weiter. Aber auch qualitativ. Gerade hier in Deutschland ist die Ausbildung so schlecht. Dann diese 3-jährige Ausbildung und die ist so kacke. Die haben die jetzt auch nochmal generalisiert. Ich habe ja schon anfangs erwähnt, wir haben diese Unterteilung in Krankenpflege und Altenpflege. Das ist jetzt alles zusammen in eins. Pädiatrie ist auch noch mit drin. Das ist ein riesiges Desaster, was da stattfindet. Die Leute gehen nach dieser 3-jährigen Ausbildung in die Krankenhäuser und sagen, ey, ich habe nichts gelernt. Das ganze theoretische Wissen, das ich eigentlich bräuchte, wurde mir nicht beigebracht. Das ist einfach so eine Ausbildung im Schnelldurchlauf, die auch sehr darauf aus ist, möglichst viel Zeit auf den Stationen zu verbringen, um irgendwie diesen Personalmangel darüber auch auszugleichen. Da werden super viele Leute von den Jobcentern einfach reingeschmissen in diese Ausbildung, die völlig unqualifiziert dafür sind. Ich hatte so viele Leute in meinem Kurs, denen hätte ich am liebsten gesagt, hör mal, mach alles, aber bitte bleib nicht in diesem Berufsfeld. Du bist völlig ungeeignet. und die kriegen am Ende ihren Abschluss, ja, ohne tatsächlich zu wissen, wirklich wie das Herz-Kreislauf-System funktioniert. Und die werden auf die Leute losgelassen. Und das spielt auch noch mit da rein, dass nämlich dieses unqualifizierte Personal letztendlich verursacht, dass es den Leuten noch schlechter geht, dass deren Krankheitsbilder nicht adäquat behandelt werden, dass die Therapiemöglichkeiten, die es ja theoretisch gäbe, nur in Ansätzen stattfinden. Und gerade in der Altenpflege wir so viel Pflegebedarf haben, der sich mit einer vernünftigen, fachlichen Pflege vermeiden hätte lassen können. Und dass halt sehr viel in diesem Pflegebereich ins Private erstmal ausgelagert wird. Wo auch wieder Angehörige, die keine Ahnung haben von diesem immer medizinisch anspruchsvoller werdenden Beruf, da pflegerisch so schlecht arbeiten, dass die Leute wiederum jede Menge Folgeerkrankungen bekommen, Wunden entwickeln, die berühmten Dekubiti, und dann am Ende in die Altenheime müssen, wo es dann das angebliche Fachpersonal gäbe, damit dann da diese multimorbiden Patienten dann fertig gepflegt werden, bis sie dann tot sind. Und das ist ein armseliges Konzept, das null nachhaltig ist. Ja, ich bin jetzt gerade vom eigentlichen Thema Fachkräftemangel. Ich ja, schweife immer so nebenher ab, ne? Das hängt ja auch alles zusammen. Also auch die Bezahlung ist ja ein weiterer Punkt, der ja auch mit in diese ganze Situation hineinspielt. Das sind ja alles so Faktoren, die ineinander übergehen. Und die Zustände, die du beschreibst, das ist ja auch, man denkt dann immer, ja, okay, mit der Corona-Pandemie wurde das dann so nochmal dramatisiert, aber das sind ja auch alles Zustände, die schon vorher da waren, ne? Ja. Und das ist ja alles, sag ich mal, ein System, was schon außerhalb von, also in einer Phase, wo es ja relativ ruhig war, wo die Zustände relativ stabil waren für dieses System, da war es eigentlich schon eine dauerhafte Krise in diesem Bereich. Und dann jetzt kommt halt diese gesellschaftliche Krise letztendlich, halt da eben obendrauf. Oder mehrere gesellschaftliche Krisen, ist ja nicht nur eine mittlerweile, sondern das sind ja immer wieder überlappende Krisen, die ineinander übergehen und dann gleichzeitig stattfinden. Und das prallt jetzt also auf dieses System, was vorher schon eine Krise für sich war. Und ja, dadurch kollabiert das natürlich so im Prinzip gerade vor sich hin. Ne? Und ganz ehrlich, ich arbeite seit circa 12 Jahren in diesem Bereich der Pflege. Auch schon während der Schulzeit, wie ich eingangs erwähnt habe. Das System ist innerhalb dieser 12 Jahre massivst in sich zusammengebrochen. Das hat auch schon vor Corona stattgefunden. Als ich da angefangen habe, da war noch im Altenheim auf der Station das Ömmchen, dass die Kompressionsstrümpfe ankriegt, ne? Und dann war da noch viel soziale Interaktion in den Pflegeheimen vorhanden. Während der letzten 10 Jahre ging das in den Pflegeheimen immer mehr in die Richtung, dass nur noch hochgradig pflegebedürftige Menschen da kommen. Die werden auch nur noch dazugelassen. Es gibt diese sozialen Veranstaltungen wie der Bingo-Abend oder sowas, die finden auch kaum mehr, die finden zwar noch statt, aber mit immer weniger Leuten, weil die Leute gar nicht mehr dazu in der Lage sind, weil die so krass Erkrankungen haben. Das hängt mit den demografischen Strukturen zusammen, das hängt damit zusammen, dass Leute immer älter werden, das hängt aber auch mit den Fortschritten in der Medizin zusammen, aber gleichzeitig auch, wie eben erwähnt, dass die Leute sehr schlechte Pflege in Deutschland erhalten,
darüber umso kränker werden, letztendlich mit sehr viel medizinischem Aufwand gepflegt werden müssen, wofür es wiederum keine Kapazitäten gibt. Das crasht gerade total. Die Altenheime sind schon seit langem komplett am Limit, da werden die Personalschlüssel nicht mal annähernd erreicht, weil alle da auch aus diesem Bereich rausfliehen. Das ist so unmenschlich, was da passiert. Da krepieren die Leute, weil sie nicht die medizinische Versorgung erhalten, die auch nur ansatzweise möglich wäre. Alle sagen immer, okay, das der Personalnotstand, es droht der Pflegekollaps. Nee, der Pflegekollaps ist schon längst da. Der fordert so viele menschliche Opfer. Mit so viel Leid ist der verbunden. Was da an hochbetagten Menschen elendig zugrunde geht in den Pflegeheimen hier in Deutschland, das ist richtig krass. Das wird nicht besser. Viele Kolleginnen, die Boomer-Generation geht gerade in Rente. Es hat nicht annähernd die politischen Schritte gegeben, um das irgendwie abzufangen. Die Leute, die eine Ausbildung anfangen, brechen die schnellst ab oder wechseln bald in die Krankenhäuser statt in die Altenheime, weil da echt es einfach nur noch brennt. Da sehe ich echt nichts Gutes für die Zukunft. Das ist ja noch wirklich eine Entwicklung, wo man sagen muss, wenn das eben so weitergeht, mit, du hast gerade diese ganzen Faktoren angesprochen, demografischer Wandel, die deutsche Bevölkerung wird immer und immer älter. Das heißt auch, das Gleichgewicht von eben zu pflegenden Personen zu der Restbevölkerung wird immer höher. Gleichzeitig ist Deutschland ja auch noch ein Land, was gerade im europäischen Vergleich eine sehr hohe Rate an Pflege zu Hause hat. Da gleichzeitig aber auch Familien immer kleiner werden, weniger Kinder für die Leute nachrücken und gleichzeitig eben so ein Fachkräftemangel dann eben auf der institutionalisierten Ebene herrscht. Das kann ja nur zu einem ganz großen Desaster werden. Das sind ja alles Raten, die weiter ins Negative im Endeffekt verlaufen. Das heißt, es wird von Jahr zu Jahr viel schlimmer. Ja. Wie kann es denn eigentlich sein? Also da müsste man doch auch sich jetzt eigentlich denken aus so einer staatlichen Perspektive, dass es eigentlich nur sinnvoll wäre, eben diese Sphäre dann institutionell weiter aufzubauschen, finanziell und da im Endeffekt richtig Kohle reinzubuttern, damit Profite erwirtschaften auf deutschem Grund und Boden weiterhin gut laufen kann. Warum ist es so, dass dann im Endeffekt die Politik in Deutschland im Endeffekt den Karren dann da so vor die Wand fahren lässt? Ich glaube, die deutsche Wirtschaft wird auch weiterhin gut bestehen. Es ist halt die Frage, wer unter die Räder kommt. Diejenigen, die da am meisten drunter leiden werden, sind die Alten und Hochbetagten. Und die erwirtschaften nichts mehr. Die sind in Rente. Die beziehen auch noch Rente vom Staat, das kostet ja auch noch. Das heißt, es gibt erstmal ökonomisch kein großes Interesse, diese Bevölkerungsgruppe zu halten, solange natürlich die Angehörigen dieser Leute nicht so weit gezwungen sind, ihre eigenen Omas und Opas zu pflegen, weil dann können die ja nicht mehr arbeiten gehen. Aber das sind ja nicht alle. Viele der Hochbetagten, die siechen da ganz alleine vor sich hin. Wir werden bald den Zustand haben, dass auch nur noch diejenigen eine vernünftige Pflege erhalten werden, die es sich leisten können. Da bin ich fest von überzeugt. Was der Staat hingegen gerade versucht, ist das in neokolonialer Art und Weise irgendwie auszugleichen. Ja, klar. Wir haben die eben erwähnten osteuropäischen Kräfte. Es wird massivst auch gerade in Asien und Lateinamerika versucht zu rekrutieren. Das Problem ist, die Leute, die wollen nicht nach Deutschland. Wenn die nach Europa kommen, dann wollen die nach Großbritannien, ja, oder nach Frankreich, was weiß ich, irgendwo, wo die Arbeitsbedingungen besser sind. Weil Deutschland ist auch im europäischen Vergleich völlig kacke, ja. Wie auch eben mit der Ausbildung gesagt, die Ausbildung hier ist fürchterlich. Wenn wir mal in die Niederlanden gucken, da ist es so viel besser. Die Leute aus dem Ausland, die kommen auch hier hin, sehen hier die Arbeitsbedingungen und sagen sich, die Arbeitsbedingungen habe ich in meinem Herkunftsland genauso, da bleibe ich doch lieber da. Ja, das ist leider so. Und was heißt leider? Ist besser, wenn die da bleiben, weil wenn Deutschland die Leute da von da abzieht, dann fehlen da natürlich auch die Pflegekräfte vor Ort da. Ja, das zieht einen riesigen Rattenschwanz hinter sich. Wer pflegt denn da dann die Leute? Da findet, wie ich eben sagte, neokoloniale Ausbeutung statt, die sich zum Beispiel in absurden Zügen gerade zeigt, wo zum Beispiel Pflegeheime in Südostasien unter Palmen entstehen, wo dann die deutschen Rentner dann sich da pflegen lassen können, da Steuererleichterungen bekommen und so weiter, was dem Rest des Landes dort aber massivst schadet. Weil eben Gelder da reinfließen, weil Fachkräfte dahin gebunden werden und das versucht gerade Deutschland, aber die schaffen es einfach nicht.
Die schaffen es nicht, das auszugleichen, was da gerade an Lücken entsteht und schon längst entstanden ist. Und selbst wenn die jetzt eine massivste Kampagne fahren würden, aber Milliarden in die Pflege stecken würden, Gehälter verdoppeln würden, die Ausbildungsstandards höher legen würden, selbst dann hätten wir erst ein Ergebnis in so 10 Jahren, weil es gibt ja auch gerade gar keine Lehrkräfte. Selbst die sind ja auch in einer Personalnot, um die Leute überhaupt erst auszubilden. Aber das wird natürlich nicht passieren. Also das, nee, das passiert ja gar nicht. Wenn überhaupt, dann wird es ja in irgendeiner Form irgendwelche Inflationsausgleiche geben oder eben so leichte Abfederungen, die vielleicht das Allerschlimmste probieren noch abzuwenden, aber die wirklichen Probleme werden ja gar nicht angegangen. Und weil man ja eben auch in diesem Multikrisenzustand letztendlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch noch gesunken, dass das überhaupt angewendet werden kann, weil wenn man halt 100 Milliarden Euro in eine Aufrüstung stecken muss oder tut, dann ist natürlich auch dann weniger Geld dafür übrig. Was jetzt vielleicht noch ein weiterer Punkt ist, der erschwerend hinzukommt, sage ich mal. Natürlich, diese ganzen Zustände sind so, wie wir sie beschrieben haben. Und ja, die Kirche ist jetzt natürlich nicht der Hauptantreiber dieser Situation, aber es ist durchaus ein weiterer Faktor, den man an der Stelle nennen muss. Das Beispiel, was ja sicherlich auch viele von euch kennen werden, einfach die Einschränkung zum Beispiel vom Streikrecht eben vorhanden ist oder von genereller Organisierung mit Bestimmung und da auch eben dann oft so einen moralischen Druck gemacht wird auf die Beschäftigten, was ich dann auch von Kollegen von mir kenne, die dann eben, wo dann immer dann mit der nächsten Liebe, ja, was wollt ihr denn hier mehr, irgendwie jetzt Corona-Zuschuss oder was, hier ist doch, das ist doch alles hier eigentlich so eine christliche Nächstenliebe-Veranstaltung, die wir hier in unserem Altenheim machen oder so. Ja, wie ist es denn da mit der Kirche und dem Einfluss auf das Gesundheitssystem bestellt und was ist da die Funktionsweise und auch einfach, wie sehr trägt das halt auch noch zur Verschlimmerung dieser allgemeinen Situation, die wir beschrieben haben, bei? Ja, ganz massiv. Ich habe mir das Thema ja auch hier in dem Kontext nochmal gewünscht, weil ich will natürlich, dass die Streiks weitergehen, dass das das gesamte Gesundheitswesen von solchen Streikwellen erfasst wird. Wenn wir diese wünschenswerte Perspektive haben, dann müssen wir uns auch überlegen, woran kann das scheitern oder woran scheitert das auch insgesamt bisher? Und dann ist die Kirche eben ein unfassbar wichtiger Faktor, zumindest hier in Westdeutschland. Die DDR hat einiges falsch gemacht, aber die Eindämmung des Klerus war auf jeden Fall eine gute Sache. Und hier in Westdeutschland ist es eben so, dass die Kirche ein massives Monopol auf die Gesundheitsversorgung hat, insbesondere in der Langzeitpflege. Aber klar, die haben natürlich auch Krankenhäuser, genauso wie sie diese ambulanten Pflegedienste haben, wie sie die ganzen Pflegeheime haben. Monopol, die drucken da Geld ohne Ende, erweitern sich natürlich auch, expandieren und das nicht ohne Grund. Die haben nämlich das besagte kirchliche Arbeitsrecht auf ihrer Seite. Die haben eine eigene Justiz. Das muss man sich mal reintun. Die Kirche hat eine eigene Paralleljustiz, wo sie zum Beispiel, wenn du da halt arbeitsrechtliche Schwierigkeiten hast, dann gehst du nicht vor das normale Arbeitsgericht, sondern in so ein kirchliches Schlichtungsverfahren. Es ist pervers. Du darfst einfach nicht streiken. Du hast kaum Organisierungsmöglichkeiten, weil du darfst zwar in einer Gewerkschaft Mitglied sein, aber irgendwelche gewerkschaftlichen Betätigungen in deinem Arbeitskontext sind ja erstmal verboten darüber. Die können dich einfach kündigen darüber. Jetzt mal plakativ gesagt, klar, da gibt's auch noch Lesarten des Gesetzes, aber so bauen die gerade ihre Herrschaft über ihre ArbeiterInnen aus, die sich nicht organisieren und auch nicht organisieren können. Und wenn wir wirklich die Perspektive haben wollen, dass es zu weiteren Arbeitskämpfen kommt, dann muss die Kirche als Akteur angegriffen werden. Gut, wir müssen jetzt nicht wie Nestor Machno die ganzen Priester erschießen oder so. Das ist, glaube ich, ein bisschen zeitlich auch überholt. Und da sehe ich auch irgendwie eine anarchistische Bewegung irgendwie und so, die da den Staffelstab übernehmen könnte, weil ja nun einmal, ja, gerade wenn wir den Anarchismus in seiner Historie betrachten, doch immer einer der wichtigsten Akteure war, wenn es sich um den Kampf gegen den Klerus, gegen die Kirchen ging. Das finden wir ja schon in den ersten Texten eines, jetzt zitiere ich den Typen Proudhon,
Jo, sehr kritisch zu betrachtende Person, aber selbst der hat ja diese drei Hauptfeinde markiert, Staat, Kapital und Kirche, die es alle drei zu Fall bringen muss. Und das wurde dann auch in Bakunin, Kropotkin haben sich das nicht nehmen lassen, da eine stabile Kritik dran zu fahren. Und die Bewegungen haben auch, schauen wir mal nach Spanien und so weiter, entsprechend das auch in die Tat umgesetzt. Das vermisse ich gerade total. Über Tage hat er natürlich eine stabile Folge auch zugemacht zur Schwerreligion. Das wusste ich gar nicht. Schön. Er muss auch nochmal rein. Gerne. In dem Fall kann man jetzt auch wirklich sagen, katholische Kirche in Deutschland denkt diese drei Aspekte, Staat, Kapital und Kirche, auch wunderbar in sich zusammen. Definitiv. Für ihren eigenen Vorteil. Aber ich denke, das ist ja auch wirklich ein Punkt, wo man sehr gut eben einen Fuß in die Tür bekommt. Wenn eben sonst von sonstiger gewerkschaftlicher Seite aufgrund von gerichtlicher Regulierung der Juristerei es eben nicht möglich ist, dort aktiv zu werden, dann können ja gerade wir eben sagen, gut, wir sind nicht so stark daran gebunden. Das wäre jetzt ja wirklich mal ein Feld, wo man eben aus anarchistischer Perspektive aktiv werden könnte. Und ich denke, es ist auch wirklich eigentlich ein Punkt, der sich moralisch fantastisch in die breite Gesellschaft tragen lässt, eben der Kirche mal vorzuhalten. Das ist ja auch in Deutschland so ein bisschen, zumindest gerade hier, Region Ruhrgebiet, Rheinland, so eine Art kleiner Volkssport geworden, sich irgendwie an den moralischen Vergehen der katholischen Kirche komplett zurecht abzuarbeiten, dass man da eben mal der katholischen Kirche vorhält oder da auch der evangelischen, ne, ist ja da im Endeffekt bei Arbeitsrecht auch so ein bisschen einheitsfrei, eben zu sagen, das ist das, was ihr jetzt immer hier so nach außen posaunt und gleichzeitig behandelt ihr eben die Leute, die dort arbeiten, halt wie den letzten Dreck. Ja. Und für mich ist da eigentlich wirklich eine absolut perfekte Perspektive vom Zusammendenken eben von einer linksradikalen Kampagne und eigentlich einer gewerkschaftlichen Arbeit. Wobei man da auch sagen muss, das ist ja auch wirklich ein fantastischer Wettbewerbsvorteil, den die Kirchen da eben gegenüber ihren anderen Marktteilnehmern haben. Das werden sie sich sicherlich auch nicht so einfach nehmen lassen. Ganz genau. Das Interessante ist ja auch dazu noch gesagt, dass wir auch diese gesellschaftliche Entwicklung weg von der Kirche haben, ne? Wir haben jetzt letztes Jahr war das Top-Rekordjahr von den Kirchenaustritten, sowohl evangelisch als auch katholisch, überhaupt. Also da ist ein ganz klarer gesellschaftlicher Trend zu sehen, dass die Leute auch einfach weg davon wollen. Aber es gibt eher eben diesen Zwang, letztendlich in den sozialen Berufen dann auch da drin bleiben zu müssen. Das muss ja auch dazu erwähnt bleiben. Die Masse der Leute hat ja mit Religionen, mit den Kirchen halt auch gar nicht so großartig was am Hut, sondern sie müssen halt da bleiben. Gibt natürlich auch ein paar, ne? Aber das kann man, denke ich, schon so sagen. Und das ist ja auch dann das Spannende, dass wenn man das aufmachen würde, dass man ja diese Entwicklung auf der einen Seite so und auch diese Verbindung mit eben dieser Krisenhaftigkeit des Gesundheitssystems generell so gut verbinden kann in diesem Kampf. Und da sehe ich auch gerade aufgrund dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die das eben belegt, dass die Leute eigentlich weg von der Kirche wollen, die Masse der Leute auch eine große Chance für unsere Position. Ja. Und hier fiel ja gerade auch nochmal der moralische Aspekt. Genauso fährt ja auch die Kirche diesen moralischen Aspekt zurück, ja, in dieser Natürlichkeitmachung der Frau, ja, in diesem antifeministischen Kampf, den die Kirche letztendlich führt, in dem zum Beispiel unser Berufsstand vernonisiert wird, sage ich mal, ne? Die Nonne als fürsorgliche Frau, die für den Gotteslohn aus Herzensgüte heraus ihren Job macht, immer verfügbar ist, weil sie auch keine Kinder hat und ganz der Sache treu ist, dem Herrn gegenüber und der Kirche gegenüber, ja. Und dieses Denken, das historisch natürlich eng mit dem Beruf der Pflegekraft verknüpft ist, ja, weil das eben Nonnen früher immer gemacht haben, das wird halt versucht auch ins Heute zu tragen und auf das weltliche Personal zu übertragen. Auch, weil auch die Pflegekraft von heute hat immer zu verfügbar sein. Kannst du mal morgen einspringen, kannst du übermorgen übrigens auch noch einspringen. Der Gotteslohn, die prekäre Bezahlung bis hin zu gar keiner Bezahlung bei den Leuten, die ihre Oma zu Hause pflegen. Diese Herzlichkeit, ja, diese Liebe, die da entgegengebracht werden soll, wird einer Fachlichkeit und einer medizinischen Professionalität entgegengesetzt. Und da wird halt auch nochmal auf dieser Ebene quasi ein Feldzug geführt, den man unterbinden muss, weil der ist hart patriarchal, weil er eben diese Natürlichkeit durch die Gebärfähigkeit der Frau in den Vordergrund setzt, die Fürsorglichkeit, die nun einmal auch im Kapitalismus in einer Reproduktionsarbeit
immer durch die Frau verkörpert wird. Und auch das gilt es zu sprengen, unbedingt zu sprengen. Dieser Kampf muss eben auch ein antipatriarchaler Kampf sein. Die Kirche ist hier als Hauptakteur zu benennen, als Hauptfeind, den es zu stürzen gilt an der Stelle. Ja, ich würde sagen, Sturz der Kirche ist doch ein wunderbares Schlusswort für unser heutiges Gespräch. Mir hat's auf jeden Fall sehr gefallen. Ich denke, wir haben einerseits natürlich sehr spannende Einblicke nochmal bekommen auf den Streik, der wirklich einfach eine Behandlung hier in unserem Podcast auch verdient hat und ein absolutes Muss ist. Und auf der anderen Seite sind wir auch noch mal ein bisschen tiefer in diese Frage von der Krise des Gesundheitssystems, was wir in unserer anderen Folge, wie du schon erwähnt hast, Joshua, schon mal angeschnitten haben, aber noch mal so allgemein darauf eingegangen sind. Und das ist, denke ich, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und ja, vielen lieben Dank, dass du uns heute diesen Einblick gegeben hast. Wir konnten uns schön hier auf dem Sofa zurücklehnen und dich so ein bisschen sprechen lassen. Ja, das ist ja auch mal wirklich schön, wenn man eben nach so vielen Folgen immer reden und einfach mal wenig abwarten kann. Also dementsprechend auch großen Dank von meiner Seite. Und ja, ich denke, es ist ganz zentral eben, und deswegen fand ich es auch so gut, dass wir es heute so zweigeteilt hatten, auf der einen Seite natürlich zu betrachten, was steckt alles dahinter, was bewirkt diese Krisenhaftigkeit, und da auch natürlich den Ausblick zu geben, dass es einfach nicht besser werden wird, aber gleichzeitig auch einen Ausblick zu haben, wie die sozialen Kämpfe dann da ausschauen können, weil das müssen wir ja auch sagen. Mit der Zunahme davon, wo es jetzt schon so prekär ist, wird es auch einfach irgendwann wieder zu mehr sozialen Kämpfen und auch zu gewerkschaftlichen Kämpfen führen. Ist ja jetzt schon passiert. Ja, ist ja jetzt schon passiert. Und gerade in so einem Feld, wo die Leute tatsächlich mit ihrem Leben darauf angewiesen sind, wird es einfach irgendwie kommen. Und da muss man auch drauf vorbereitet sein und hoffentlich auch ja schon heute aus der Folge vielleicht bei ein paar von euch und natürlich das, was ihr da alles an grandioser Arbeit geleistet habt, ein paar strategische Schlüsse, die wir da mitnehmen können. Ja, und am Ende sind wir alle davon betroffen. Irgendwann auf jeden Fall. Ja, wir haben alle Angehörige, die bald pflegebedürftig werden könnten, oder wir werden es selbst vielleicht mal sein, und jeder kann mal im Krankenhaus enden. Wir haben alle ein Eigeninteresse dahinter. Jeder Mensch da draußen hat ein Eigeninteresse, dass diese Kämpfe geführt werden. Und ich glaube, das sollte man nicht aus dem Blickfeld verlieren. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut, bei euch gewesen zu sein. Vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall. Ja, schön. Wir sprechen dann wie jeden Mittwoch dann auch im Livestream über das Thema. Wahrscheinlich dann leider ohne dich, weil die Anreise nach Dortmund ist ja nicht ohne. Und die Arbeitszeiten. Wir mussten auch die Aufnahme einmal verschieben wegen Dienstplan und so. Das ist jetzt auch schon so ein gängiges Ding geworden. Wenn wir eben mit irgendwelchen Pflegekräften Podcast machen, dann heißt es immer, ja, leider Mittwoch wieder alleine. Aber gut, ne? Du wärst der erste Gast gewesen, der dabei wäre, also keine Sorge. Ja. In dem Sinne, dann hören wir uns auch nächste Woche wieder mit einem neuen, spannenden Thema, denke ich. Und Glück auf, schön, dass ihr dabei wart. Glück auf, kannst du Tschüss sagen. Also. Du kannst auch keine Glück auf sagen. Ja, Glück auf und Tschüss. Gut. Schön. Super. Okay. Boah. Wie lange haben wir jetzt geredet? Eine Stunde 15. Okay, wow, krass, so lang.